nachgesagt und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute hier unterwegs im Teutoburger Wald zur Varusjagd. Und ich glaube, vorhin haben sie gesagt, es ist die 13. Varusjagd. Ja, also Bombenwetter. Wir warten jetzt auf den Schießbeginn. Und unterwegs sind wir heute zu sechst. Da unten steht die wilde Truppe und wir haben den René mit dabei. Dann haben wir die Ines, den Heiko, die Kerstin und den Hartmut. Mit dem Hartmut sind wir erstmalig unterwegs. Mal gucken, ob der spurt. Dann bis später. Oh. Verdammt. Verdammt. So, wir sind hier an der 9. Für uns die zweite Station heute. Und hier haben wir gleich einen Doppelhunter, und zwar einen besonderen. Da unten in der Senke, da stehen insgesamt drei Frischlinge. Und davon muss man sich zwei aussuchen. So, René am Start. Er fängt links an, sagt er. Jawoll, satter Plop. So, und jetzt Hartmut. Jawohl, sauber. Sehr schön. So, dann zeigen wir euch mal, wie das da unten aussieht. Jo, hier also in der Senke, da stehen die Schweinchen. Schön. Ja. Spitze. Schön. Jawohl. Jo. Triffst du sowieso nicht. Jawohl. Meine Ansage kann ich das. Du musst doch nicht immer halt so machen, wie ich das sage. Oder soll ich mal sagen, jetzt kill? Na, ja, geht doch, Mensch. Dummer Kerl. Kannst dich ja jetzt revanchieren. Ich revanchiere mich jetzt. Möchtest du mich kitzeln, oder? Der Andreas wird jetzt Horn treffen. Horn. Komm mal ein Stück zu mir, René. Nee. Sonst treffe ich wirklich noch Horn. Horn. Jo. Oh, zu hoch. Kick mal, der Heiko hat einen Kill. Ja, aber er ist im Dritten. Ach so, das ist so ein René-Kill, wa? Ja. 8 Punkte. Jo. Jawoll. Heiko, wie läuft's denn heute so für dich? Sag doch mal weiter. Ja, für mich läuft's gut, also besser als ich gedacht habe, besser als auf dem letzten Turnier, und mal schauen, wo ich in der Platzierung lande. Ines? Ja,
Mittelmaß. Mittelmaß. Schön. Oder man heißt Ines. So, Tag 1 ist durch hier im Teutoburger Wald. Wir hatten jede Menge Spaß und wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur, ich sag mal, zurück zur Basis. Da ist noch Preisschießen und dann gucken wir mal, wie nachher die Auswertung aussieht. Und dann freuen wir uns heute schon auf einen spannenden und ja, coolen zweiten Tag. So, Tag 2, Varusjagd 2022, ja, beendet. Wir sind gerade aus dem Parcours raus, durften zum Schluss noch mal ein paar Frischlinge schießen. Und ja, im Vergleich zu gestern müssen wir sagen, wir hatten, also Spaß hatten wir schon, aber das Ganze war irgendwie ein bisschen so gedrückt. Es war so warm heute und ja, irgendwie wollten die Pfeile heute auch nicht so fliegen, wie wir uns das vorgestellt haben. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Jo, ja, für die, die noch nicht hier waren, unbedingt mal gucken. Webseite Teutoburger Bogenschützen. Und da, glaube ich, kann man sich auf einen oder für einen Newsletter eintragen, dass man dann den Termin für das nächste Jahr nicht vergisst. Lohnt sich auf jeden Fall mal hierher zu kommen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.